Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in unserem Camp, bei unserem Clan. Wir haben zu wenig spitze Stöcke, meine ich. Okay, gelernt wird später. Ich brauche erstmal einen spitzen Stock, wenigstens. Ohne spitzen Stock gehe ich vom Teich nicht weg. Okay. Den stapeln wir wieder schön. Mitkommen, trinken. Na schön. Ich sehe hier, hat jemand noch Defizite. Seid ihr gestern mit dem Ackerschachtel heim schlafen gegangen? Haben wir euch den nicht abgenommen? Oh, ihr habt keinen Durst mehr. Okay. Komm mal her, du. Du hast auch was in der Hand, oder? Das ist eine Kokosnuss. Weg damit. Mann, die brauchen wir jetzt gar nicht heute. Entschuldigung, ist ja schon gut. Keine Panik. Ich wusste gar nicht, dass ihr Panik bekommt, wenn ich was mache. Was ist das? Oh, so eine Unordnung hier. Habt ihr etwa alle noch was in der Hand? Du auch? Wer bin ich überhaupt? Wir sind Lack. Okay, wir sind heute der Lackaffe. Hat sich gerade so angeboten. Und wir werden heute lernen für Fortgeschrittene, ja? Das heißt, wir werden heute ganz interessante Sachen machen. Wir bauen uns ein Werkzeug und wenden es dann an. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, mir zu folgen. Ja. Alles gut? Okay, den Stock lassen wir mal hier liegen, den brauche ich gerade nicht. So, wir machen Folgendes. Jeder nimmt sich jetzt hier ein Basalt. Sind genug da, hoffe ich. Für jeden einer. Hat jeder einen? Okay. Weiter geht's. Passt schon auf. Ab in die andere Hand damit. Ich hoffe, das hat jetzt jeder mitbekommen und jeder mitgemacht. Das hier ist kein Basalt, ja? Das hier, haben wir ihn vertrieben? Was auch immer das war. Das hier ist kein Basalt, das ist normaler Stein. Und davon nimmt sich jeder ein. Nachmachen. Wow, sehr schön. Ich hoffe, jeder hat einen. Oh nein, einer wartet dahin. Warum? Kommt alle mit. Aha, der Letzte hat sich da noch einen Stein geholt. Egal, woher der kommt. Hauptsache, das eine ist Basalt, das andere ist Stein. Und dann kann es auch weitergehen.
Ihr müsst Panik machen. Los! Wurde dir einer verletzt? Bist du verletzt? Oh Mann, du bist verletzt. Wer bist denn du? Quee ist verletzt. Oh, Quee ist ein Greis. Greis, hältst du das aus den ganzen Tag? Wir sind jetzt gerade... Wenn ich das durcheinander bringe jetzt, dann ist die ganze Lektion für ein Popo. Dann muss ich das aus seiner... Oder ich kann dir ja eben helfen. Moment, doch, ich kann das. Macht mir nicht nach. Oh Mann, Moment. Stein. Und okay. Wo bist du? Hier. Oh Mann, komm. Du bist gar nicht Quee. Wo ist denn Quee jetzt? Du bist doch verletzt. Dann komm doch auch her. Versteck dich doch jetzt nicht. Das muss dir nicht peinlich sein. War ja auch ein großer Tiger. Ach Quatsch. Quatsch. Genau. Nicht, dass du uns noch verblutest hier. Oh, wo haben wir die Sachen? Ach so, die Sachen haben wir hier vorne hingelegt. Also, Quee. Oh, Quee hat seinen Stein auch verloren. Ja gut, dann bekommt er gleich einen neuen Stein auch. Okay. Wo ist dein Stein? Du holst ja erstmal einen neuen Stein. Ja, du kannst ja auch einen vom Haufen nehmen. So. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle in der linken Hand einen Basalt und in der rechten einen Stein. Und dann brauchen wir Luck wieder zurück. Wo ist Luck? Oh Mann, kommt ruhig näher, seid nicht so schüchtern. Wer bist du? P. Da drüben ist Luck, ganz hinten, aber natürlich doch. Luck. Also wie war das jetzt? Basalt? Oh, Moment. Basalt. Andere Hand. Stein. Okay. So, dann kommen wir alle her hier. Guckt mal. Jetzt habt ihr in der einen Hand einen Basalt und in der anderen einen Stein. Dann guckt. Macht es so. Verändern. Seht ihr das? Aufgepasst hier vorne. Das kommt in der Prüfung vor. Ihr dürft ruhig mitschreiben. Nochmal. So, nachmachen. Ja, prima. Ihr könnt das ja sogar. Also, ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Okay, dann könnt ihr das jetzt fallen lassen. Das Steinding brauchen wir nicht mehr. Prima. Und jetzt? Jetzt holen wir uns noch einen Stock, alle Mann. Alle Mann mitkommen. Irgendwo hier war doch ein Stockbaum. Ach, da unten. Na, hoffentlich sind genug Äste dran. Nachmachen, jeder holt sich einen Ast. Du auch hier vorne, du auch. Auch wenn da keiner mehr ist, egal. Holt euch trotzdem einen Ast. Wir lernen jetzt mit Werkzeugen umzugehen. Da braucht jeder einen Ast und einen von diesen Choppern. Habt ihr alle einen Ast? Ich hoffe, ihr habt alle einen Ast. Und wenn ihr keinen Ast habt, dann müsst ihr in der nächsten Runde mitmachen. Okay, passt auf. Den Chopper brauchen wir jetzt, weil es ein Werkzeug ist, in der rechten Hand. Den Ast, den nehmen wir in die linken. Also einmal wechseln. Prima.
Hat das jeder mitbekommen? Du da hinten versteckst dich so. Ich sehe nicht, was du machst. Egal. Wir schon sehen. Hier. Mal aufpassen. So. Werkzeug, Schritt Nummer 1. Ja, da machen schon viele nicht mehr mit. Das war schon zu hoch jetzt für viele. Aber einige machen mit. So, Schritt 2. Seid ihr fertig? Jetzt muss ich selber mal gucken, ob ich das richtig mache. Prima. Und nachmachen. Super, das Spiegelneuron funktioniert. So, jetzt könnt ihr, was haben wir in der rechten Hand? Den Chopper. Den könnt ihr fallen lassen, ich sammle die gleich ein. Und ich bewerte die Qualität. Und dann nehmt ihr in die rechte Hand den Spitzenstock. Wow, seid ihr gut. Das hätte ich ja nie gedacht, dass ihr das könnt. Und dann kommt Male mit. Ah nee, das mit dem Loch, das haben wir schon ausprobiert. Das geht nicht, weil nur 2 Löcher da sind. Okay, dann war es das für heute. Dann kommen alle mit. Boah, ist das super, oder? Die können das richtig gut. Ich hoffe, keiner ist verletzt. Hey, alle mitkommen. Oh, ich sehe schon wieder, ihr kommt nicht nach, oder? Ah, ihr schafft das. Ach, wir sind außerhalb? Nein. Ob wir das auch schaffen? Dass wir denen zeigen, wie man so einen Säbelzahntiger erlegt? Alle drauf? Wow, was für ein Blutbad. Den nehmen wir mit. Okay, wir haben 2. Okay, ich zeige ja, ich gehe auch vor. Ich brauche 2. Oh Mann, hoffentlich geht das jetzt gut. Ich und meine große Klappe wieder. Ja, das machen wir schon. Kein Problem. Wir haben hier Verstärkung auch noch dabei. 2 spitze Stöcke und dann auch noch die Verstärkung durch die Kinder. 2 Kinder, oh mein Gott. Wir sind quasi 3-mal so stark wie alle anderen. Vor allem stärker als jedes andere Tier. Da oben ist eins. So, wir schleichen uns an. Und wir springen drauf. Haut alle rein. Wo ist der andere Stock? Ich habe meinen Stock verloren. Aua. Okay. Keine Panik. Da ist nur ein Kind rumgeflogen oder so. Zwei Stöcke und der haut ab. Wir sind verletzt. Nicht gut. Was ist das Ding mit unseren Stöcken? Wir brauchen mehr. Das andere Ding. Ja, wir müssen erstmal wieder zurück. Ist noch jemand verletzt? Ich habe jetzt nicht so aufgepasst. Okay, es geht erst zurück. Oh Mann! Wow, harte Knochen können benutzt werden, um den Burschen da eins überzubraten. Okay. Das war genug Lektion für mich zumindest. Ich blute ganz schön. Kommt ihr alle mit? Ist jemand verletzt? Los da hinten, nicht träumen! Komm schon! Komm, mitkommen jetzt! Wir haben keine Zeit, ich verblute doch! Wir müssen das ganze Ding müssen wir da unten hintragen. Wisst ihr? Die ganzen Medizindinger. Ackerschachtelhalm. Ja, genau. Die müssen wir alle da unten hintragen, sonst müssen wir immer hin und her rennen. Vielleicht sollten wir da unser Lager aufschlagen. Boah, ja klar, genau, damit wir jeden Morgen zerfleischt werden erstmal. Der Knochen kann ja auch richtig was. Oh Mann,
Jetzt würde ich am liebsten sagen, jeder nimmt sich jetzt sowas und reibt sich damit ein. Das sollten wir eigentlich vorher machen. Ja, genau, das machen wir vorher. Demnächst, meine ich. Hier haben wir was. Ja, das ist das Richtige. Nimm's schon. Nimm. Reib dich ein damit. Wir dürfen nicht schlafen gehen. Wir müssen erstmal checken, wer noch verletzt wurde. Ich habe da jetzt nicht gesehen. Einer wurde bestimmt verletzt. Der ist einfach reingesprungen. Der Blöde. Okay, wie geht's dir? Oh nein. Wir müssen anders vorgehen. Bleibt alle ruhig sitzen. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Gut. Naja, gut ist was anderes, aber du lebst und blutest nicht. Du blutest auch nicht. Du blutest auch nicht. Du... Nein, du blutest nicht. Ihr seid aber alle von der Energie so weit runter. Habt ihr Hunger? Du sitzt ungünstig. Du blutest aber nicht. Okay. Du blutest nicht. Und ja, du blutest auch nicht. Du bist aber voller Energie irgendwie. Du hast heimlich gegessen, oder? Ohne uns was zu sagen. So, ich glaube, ich habe alle... Ja, glauben ist nicht wissen. Sollen wir uns nicht alle trotzdem einreiben? Wir haben doch genug davon, oder? Ich bin dafür, bevor wir das machen, machen wir lieber das hier. Pflücken da neu. Holt euch alle euer Zeug. Stellen wir das einmal ganz frisch her jetzt. Okay, den Knochen, den kann ich ja fallen lassen, oder? Naja, wenn da wieder einer kommt. Gut, wenn überall so ein Knochen rumliegt. Knochen. Ach so, ich bin der Einzige, der einen Knochen hat. Oh, okay. Fallen lassen. Was ist denn los mit euch? Was ist? Moment. Wir haben in der rechten Hand das Ding hier. Ihr seid alle noch aufmerksam. Okay, in die andere Hand nehmen. Ach, ihr habt doch den Stock noch in der Hand. Ah, okay. Und das hier machen. Ja, die verletzt sind, die können das schon mal machen. Okay, ab in die andere Hand damit. Weil die ihren Stock vergessen haben oder verloren oder was. Anwenden. Die Chance, dass wir einen übersehen haben, die ist aber jetzt echt gering, oder? Okay, wo ist unser Knüppel? Ach, das ist herrlich mit euch hier. Ah, das sind noch die Roten mag aber keiner mehr. Kommt ihr alle mit? Ich weiß, wo Früchte sind, andere. Na, wachsen schon Bäumchen hier, kleine? Nehmt das alle in die andere Hand und dann... Ach, die seid ihr wieder so weit, dass ihr... die pflücken wollt, die ich habe, oder? Habt ihr alle eine? Dann schnuppert mal dran, ob ihr das mögt. Ist Mango. Und dann rein damit. Schnell, essen, essen. Ihr habt alle Hunger. Macht ihr nicht mit? Ihr habt alle nichts gefunden, okay. Okay, dann nehmt euch sowas hier. Ich weiß nicht, was das ist.
Aber es sieht lecker aus. Einmal gucken, ob das schmeckt mit Mango. Nein? Okay, dann lass es. Lass es einfach fallen. Ihr habt immer noch Hunger, oder? Wir haben noch so viele Früchte hier runtergeworfen. Wir gehen jetzt mal rauf und werfen euch ein paar Früchte darunter. In der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist schon vorbei. Oh, wir können uns sogar hinlegen. Verändern? Was war denn hier gerade verändern? Ach, den Knochen können wir verändern, aber da tut sich nichts. Vielleicht später mal. Okay, Evolution. Da hat sich gar nichts getan schon wieder. Oh nein. Das ist aber total schade. Ja, dann gehen wir schlafen. Und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.